Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal in Dingisbühl. Ihr seid bei Mika Caravan und wir haben ein ganz spezielles Projekt vor. Und zwar möchte ich ein Wohnmobil bauen, also nein, stopp, zurück. Okay, jetzt fangen wir nochmal an. Ich möchte ein Wohnmobil umbauen. Ihr wisst ja, wir haben die Marke Tournee. Wir sind Vertragshändler von der Firma Tournee. Und wir möchten jetzt einfach den Tournee gestalten, aber mit euch. Das ist uns ganz wichtig. Ich möchte jetzt nicht einfach selber da irgendwelche Felgen drauf machen oder irgendwelche LED-Spots drauf machen oder wie auch immer, sondern wir möchten den Tournee umbauen in einen ganz eigenen Look, der dann natürlich auch, wenn das Projekt abgeschlossen ist, zum Verkauf steht. Wenn er mir ganz gut gefällt, vielleicht behalte ich ihn auch selber. Nee, Quatsch, ich verkaufe den. Oder wir verkaufen den natürlich. Aber ich möchte euch mitnehmen und einfach von euch Tipps einholen. Was würdet ihr an dem Tournee verändern? Wie würdet ihr ihn gestalten? Welche Felgen kommen drauf? 18 Zoll, 16 Zoll hat er schon, aber 18 Zoll AT-Reifen oder. Und vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, um die sich lohnen umzusetzen entsprechend. Ich habe mir das so gedacht, dass ihr in unsere Kommentare kräftig reinschreibt, was ihr euch vorstellt. Wir hier die ganzen Themen auswerten, was von euch kommt, und wir das dann mit unseren Mitarbeitern abstimmen, wenn zum Beispiel fünfmal das Teil A kommt, dann werden wir natürlich auch das Teil A entsprechend verbauen. Und so ist unsere Zielsetzung, so wollen wir da mal vorgehen. Und ich bin davon überzeugt, das wird ein tolles Projekt. Es lohnt sich natürlich dann dementsprechend auch, den Kanal zu abonnieren, damit ihr immer wisst, wann es weitergeht, beziehungsweise wenn wir das aufteilen in mehrere Teile, weil in einem ist das alles zu viel, weil wir wollen ja nicht nur außen das Fahrzeug verändern, das heißt Reifen, Fahrwerk und so weiter, sondern wir möchten ja auch im Innenraum das Fahrzeug erweitern mit Solar, mit Lithium, mit Soundsystem, LTE oder Satzschüssel und. Und da werde ich euch immer dazu holen, mit euch zusammen das Ganze ausdiskutieren, sprich auf euch hören und eure Kommentare dementsprechend wahrnehmen, um dass wir dann entsprechend das Fahrzeug gemeinsam entsprechend umbauen. Und auf das Projekt freue ich mich schon richtig, richtig cool. Ist jetzt erst einmal ein kleineres Projekt. Mir, wenn das so einigermaßen gut rüberkommt und bei euch auch gut ankommt und auch ihr fleißig mitmacht, werden wir dann die Projekte natürlich steigern und auch mal andere Projekte angehen. Aber das ist jetzt einfach mal, was wir uns so gedacht haben. Und ja, wie gehen wir vor? Am besten würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal ins Auto, schauen uns die ganze Geschichte an, am Auto direkt, und wir starten dieses Mal mit Reifen und LED-Zusatzscheinwerfern. Das sind mal die zwei Punkte, wo ich loslegen würde und loslegen möchte. Und ich bin schon irrsinnig gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Also, gehen wir mal raus und gucken uns die Karre an. Bis gleich. So, ich bin schon fast wieder zu spät dran, weil es ist schon wieder sehr dunkel, aber ich glaube, wir kriegen das noch hin. Hier steht er, unser Black Edition von Tournee. Und genau den möchte ich mit euch dementsprechend modifizieren. Wo fangen wir an? Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, was wir an dem Auto alles ändern wollen. Also, wir gehen jetzt einfach einmal rum, wie er ausschaut. Im Großen und Ganzen kennt ihr ihn. Das sind die Original-Tournee-Felgen mit der Originalbereifung, die wir natürlich ändern möchten. Dann haben wir hier vorne schon die Poolbar, sprich den Bügel drauf. Und ich sage euch jetzt ein paar Ideen, wie ich das machen möchte am liebsten, und ich hoffe, ich kriege von euch dann die Inspiration, was.
Also, zum einen möchte ich hier die Felge runter machen. Wir möchten den umrüsten auf 18 Zoll. Meine Idee war so ein bisschen grossig ausschauen, so ein bisschen Offroad-Eindruck. Zur Information, hinten habe ich schon 8 Zoll Luftbalk drin. Also sprich, vorne könnte man noch verstärkte Federn reinmachen, was ich sehr stark empfehle. Was meint ihr dazu? Fragezeichen. 18 Zoll, welche Felge, welche Bereifung? Fragezeichen. Das frage ich jetzt euch. Das wäre mein erstes Anliegen. Und das zweite ist, vorne möchte ich Zusatzscheinwerfer hinbauen. Da die Frage, machen wir auf dem Bügel zwei Scheinwerfer? Machen wir eckige oder runde Scheinwerfer? Oder gehen wir mit unseren Scheinwerfer hinter den Grill und machen hier eine LED-Bar rein? Oder habt ihr noch eine andere Idee? Ich blende euch mal hier oder hier, weiß ich nicht, wo es erscheint, eine Idee ein, wie es ausschauen könnte. Und vielleicht gebt ihr mir noch Tipps, was wir da draus machen. Und genauso möchte ich natürlich nicht nur hinten, nicht nur vorne, sondern auch hinten Arbeitsscheinwerfer machen. Und zwar hier oben, einmal hier und einmal hier. Auch da meine Idee, LED-Scheinwerfer, die nach unten gehen, damit man natürlich hier was sieht, wenn man hier hinten aufbaut. Aber da würde ich euch auch bitten, was habt ihr für Idee? Was seht ihr da am besten? Oder lieber Unterflur? Oder was meint ihr dazu? Dann habe ich noch eine Idee. Ich möchte hier eine fette Unterflur-LED-Bar zurückversetzt hinbauen, damit, wenn man hier vorne sitzt, ein indirektes Licht bekommt. So, das sind jetzt mal meine Fragen an euch. Das waren grundsätzlich mal meine Ideen. Und jetzt meine Frage an euch. Was würdet ihr tun? Bitte Tipps. Dann, wie gesagt, das Projekt würde ich gerne mit euch zusammen gestalten. Das wird sich natürlich über einen längeren Zeitraum ziehen. Aber das sind, sage ich mal, so die ersten Maßnahmen, die ich hier einleiten möchte. Dann geht es natürlich noch weiter im Innenraum des Fahrzeuges mit Akku und Solar, TV, Soundanlage und so weiter. Aber da kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt dran. Jetzt gucken wir erstmal, wie es außen wird. Es wäre total mega, wenn ihr euch sehr, sehr reichlich daran beteiligen würdet. Also würde mich unwahrscheinlich freuen, denn das ist so ein Gemeinschaftsprojekt. Das war so eine Idee von uns, dass wir das einfach miteinander angehen. Und meine Mitarbeiter haben gesagt, ich soll unsere Community da mit ins Boot nehmen. Und das tun wir hiermit und hoffe von euch auch kräftig Feedback zu bekommen. Ich freue mich drauf und lasst mich wissen, was wir da ranbauen oder was ihr meint oder was ihr ranbauen würdet. Oh, kalt, jetzt gehen wir mal wieder rein. So, und genau das habe ich jetzt mit dem Tournee vor. Und ich würde mich ganz, ganz tierisch freuen. Ich weiß, ich wiederhole mich, wenn ihr in die Kommentare fleißig reinschreibt, was wir gerade besprochen haben am Fahrzeug selber. Welche Felgen? Vorne noch verstärkte Federn? Ja, nein. Dann welche LED-Lichter vorne, Zusatzscheinwerfer, hinten Arbeitsscheinwerfer und so weiter. Würde ich mich wirklich freuen. Das wäre der erste Step. Der zweite Step geht dann mehr ums Innenleben, wobei ich auch dazu sagen muss, wenn ihr außen noch irgendwelche Ideen habt, die ihr toll finden würdet zur Umsetzung, was technisch machbar wäre und so weiter. Ich würde mich tierisch freuen, von euch wirklich fleißiges Feedback zu kriegen. Das Ziel ist einfach, mal ein etwas anderes Auto zu kreieren, fertig zu konzipieren, wie ihr als Fahrer, als Camper das sehen würdet, wie ihr dementsprechend das Fahrzeug ausstatten würdet für euch, wo ihr sagt, Mensch, das würde mich total ankicken, das möchte ich haben oder das wäre eine tolle Idee. Und da möchte ich euch einfach mal mitnehmen und mal schauen,
ob das hier in unserer Community so ein bisschen Anklang findet, dass wir sowas miteinander machen. Das ist jetzt einfach mal ein Versuchsprojekt. Und wenn es hinhaut, werden wir da einfach so, ja, vielleicht nur ein bisschen mehr draus machen. Ich würde mich freuen, fleißig in die Tasten und dann sehen wir, was draus wird. Über die Kommentare freue ich mich heute schon, über ein Like genauso und natürlich auch über ein Abo, damit ihr nichts verpasst, wie es weitergeht. Also, bis bald, schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Ciao.